Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battlefield 2042. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, erstmal ein dickes, fettes Sorry von meiner Seite aus, dass ich euch so angeschrien habe in den letzten Folgen. Denn mein Mikrofon war mega übersteuert. Ich habe ein Rode NT1, also ein sehr gutes Mikrofon. Und ja, meine Webcam, die Schrott, hat aber einfach mal so aus Langeweile nebenbei ihr Mikrofon auch mit aktiviert. Das heißt, ich habe eigentlich immer doppelt aufgenommen im Ton und habe das nicht gesehen bei OBS, weil da keine Ausschläge gab. Keine Ahnung, was sich da Windows manchmal denkt, aber jetzt sollte es klappen und ich freue mich auf jeden Fall auf die heutigen Folge, denn wir werden den Spielmodus Run, Stop, Kill und Repeat machen. Ich habe nämlich gar keine Ahnung, was der bedeutet. Lauf, halten, töten, wieder von vorne. Okay, ich suche einfach mal eine Runde, danach gehen wir eiskalt wieder in ganz normalen Runden rein. Und ja, was uns Battlefield so anbietet, wollen wir natürlich gerne austesten. Battlefield selber ist bei mir auch sehr laut, ne? Also muss ich sagen, aber das liegt daran, dass ich den Sound auch genießen möchte. Auch für euch, damit ihr halt diese Schuss- und Explosionsgeräusche auch gut hört. Wow, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin Sanitäter. Absetzen. Ich habe eine Panzerfaust. Was habe ich denn noch? Ich habe keine Ahnung von diesem Modus. Ich muss 15 Kills machen. Ich kann gar nicht schießen. Okay, der Modus ist so beschissen erklärt, dass ich überhaupt gar nicht weiß, was ich machen soll. Aber wir machen einfach mal ein, zwei Runden. Klassik-Soldat. Ach, man kann hier noch ein bisschen auswählen. Okay, dann nehme ich mal den Sniper. Der gar keiner ist. Ich kann nicht schießen. Geht nicht. Ich kann gar nichts machen. Was war das denn jetzt? Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Was ist das denn für ein bescheuerter Modus? Welcher EA-Mensch denkt sich denn sowas aus? Speer. Ja, also man startet als Klasse, die man nicht ist, bis man die Klasse ist. So, jetzt bin ich Sniper. Aber wir sind. Oh, jetzt habe ich. Jetzt, ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Kann ich laufen? WASD funktioniert nicht. Ach, das sind immer Phasen. Okay. Ja, was will man denn da nehmen, ne? Man weiß ja gar nicht. Man wird einfach irgendwas. Leute, was für ein Käse ist denn das? Naja, ist ja egal. Also du wirst einfach irgendeine Klasse. Das ist es. Einfach in Deckung gehen, so schnell wie geht, bis man nicht mehr laufen kann. Ich kann nicht zielen, ich kann nichts machen. Geht nicht. Jetzt wechselt er die Waffe. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Oh, jetzt habe ich wieder eine andere Waffe. Hinter mir, ne? Oh, die sind doch so nah. Ich kann nicht schießen. Was soll denn das? Aber ihr hört währenddessen auch keine anderen Schüsse. Man kann immer nur gewisse Zeiten die Waffen benutzen, scheinbar. Wow, da lohnt sich das ja richtig. Punktemäßig. Wow. Kaleidoskop auch noch. Okay, ich versuche den Modus jetzt einfach mal Revue zu passieren.
Man wechselt während der Runde einfach so eiskalt die Klassen. Bleibt aber an der Stelle stehen, kann nicht mehr schießen. Dann geht's wieder weiter. Also wenn ich das verstanden habe, so wie ich es verstehen sollte. Weil man sich am Anfang ja bewegen darf. Ja. Jetzt krieg ich gleich eine Knarre. Er hat auch eine Panzerfaust. Ja, aber ich krieg ja nix. Jetzt habe ich einen Sniper. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Ach, das soll sich Verstecken spielen. Wow, habe ich mir ein gutes Versteck gesucht. Jetzt darf ich nichts mehr machen. Jetzt hätte ich ein super Ziel gehabt. Keiner darf schießen, man hört's. Man darf auch nicht mal messern. Ich drück ab. Ich drück die ganze Zeit ab. Wir werden es. Was soll denn der Modus? Ich darf springen. Ja, renn mal lieber. Warum darf der laufen? Achso, ich darf auch laufen. Aber wann darf man denn schießen? Ich darf nicht schießen. Man kriegt einen Schlag auf den nächsten eine andere Waffe. Das ist ja irre. Also unkontrollierbar, muss ich jetzt mal sagen. Weil den muss ein paar Mal spielen im Modus, damit du den schnallst. Ich darf wieder nicht schießen. Ja, auch nicht. Ich darf mich wieder nicht bewegen. Nachdem du einen getötet hast, darfst du dich nicht mehr bewegen oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich schießen darf. Ich kann nichts machen. Ich muss die Waffe wechseln erst. Jetzt gleich. Ja, wir ziehen uns mal auf den Kopf. Ganz sicher. So, ich darf wieder nicht mehr. Ich darf nur. Wieso darf der denn schießen? Ich darf nicht schießen. Aber ich darf ihn bewegen. Halt den Sieg. Ach, ich kriege immer die Waffen dazu. Geht nicht. Ich habe doch keine AP. So unfair. Das ist ein witziger Modus. Bin gar nicht so schlecht. Ne? Guck mal, 4 von 5. Also der Beste hat 5 und ich habe 4. Ich bin zweiter Platz. Okay, ich habe den Modus scheinbar doch verstanden, aber... Wie gesagt, jetzt darf ich nicht ballern. Hier sind überall Soldaten. Vielleicht kriege ich eine. Da jetzt. Was denn? Eine scheiß Pistole habe ich gekriegt. Jetzt habe ich mich hier bewegen. Hinlegen. Oh, ich darf aber schießen. Aber nicht zielen. Jetzt darf ich nicht mehr schießen. Wo steht das denn? Oh. Nachladen darf ich? Okay. 1, Thompson. Darf ich auch nicht auswählen? Da läuft einer. Ich krieg gleich wieder eine neue Waffe, scheinbar. War es schon wieder eine dumme Pistole? Boah, so eine moderne. Und jetzt darf ich mich nicht wieder bewegen. Und ich darf auch nicht zielen. Und nicht schießen. Okay, jetzt bin ich... Weil ich einen gekillt habe, ist die Phase zu Ende. Nee, doch nicht. Ja, also bis jetzt habe ich ihn tatsächlich noch nie so ganz verstanden. Boah! Jetzt durfte ich sofort ballern. Krass, ich bin Platz 2. Ohne dass ich nur müde von weiß, was ich machen soll.
Ja, absetzen. Warum kriege ich jetzt das dicke, fette MG? Und ich darf wieder nicht schießen. Jetzt, was? Oh nein, jetzt habe ich diese Mega-Sniper. Aber ich kann mich nicht bewegen. Ich drück ab, ich drück die ganze Zeit ab. Der Maus ist jetzt betätigt. Seine auch. Mit Sicherheit. Und von links und von rechts auch. Nein! Warum darf ich dann nichts mehr machen? Man muss ja oben gucken. Nächste Phase. Phasen sind das. Oh Gott, ich bin zu dumm. So, wir haben jetzt 10 Sekunden, bis die nächste Phase beginnt. Und so lange kann ich nichts machen. 4, 3, 2, 1. Phase zu Ende. Nächste Phase in 3, 2, 1. Weg hier. Oh, ich kann nichts machen. Wir dürfen erst in 10 Sekunden wieder schießen. Scheiße, die sind da außerhalb. Die machen Suizid. 1. Boah, okay. Und dann war meine Phase wieder vorbei. Also, ich bin gar nicht so schlecht, glaube ich, mit 7 aktuell. Naja, erster Platz ist es nicht. Der eine, der Fluffy Bunny Y MLG, hat's verstanden, aber ich bin noch ein bisschen baff. Schieß! Schieß einfach! 2, 1. So, Phase vorbei. Ja, du musst dich vorher verstecken, bestimmt. Oh, ich darf ballern. Jetzt darf ich wieder nichts mehr machen. So, verstecken. Ich weiß nicht wann. 3, 2, 1. Ich glaube, man darf nur einmal ballern, ne? Nächste Phase. 20 Sekunden. Da laufen wir überall rum. Der hat mich doch gesehen. Verstecken. Ich kann mich wieder nicht bewegen. Disregard that last order. Was kriege ich als nächstes? Ich kann nicht ballern. Das ist doch Kacke. Hinter mir, vor mir, überall. 2-1. Das reicht. Ich bin vierter Platz geworden mit 9 Kills. Das ist, ich glaube sogar rekordverdächtig für den zweiten Versuch in dieser Runde. Gab sogar eine ordentliche Matchbelohnung. Und beenden diesen Mist. Also das ist ein komischer Spielmodus. Da musst du erstmal drauf klarkommen, ehrlich. So. Frei für alle. Habe ich heute mal in der Runde gespielt. Ist einfach eine reine Katastrophe. Ist einfach eine reine Katastrophe, wo man einfach nur fertig gemacht wird. Ne, danach möchtest du gerne zum Psychotherapeuten und dich therapieren lassen, weil du einfach so oft stirbst. Wenn ihr wollt, können wir aber eine Runde machen. Run, stop, kill, repeat. Das... Nee, nicht mal der Text, sagt mir irgendwie das, was ich machen soll. Och, komm schon, hier wieder Kleidoskop, ey. Hier ist die Waffe, die entscheidende. Ich habe mich für die Schrotflinte entschlossen. Tatsächlich. Die die 12M Auto mit einer Plus-Panzerplatte, die man sofort anlegen muss. Denn hier ist einfach jeder dein Gegner.
Hier ist einfach jeder dein Gegner. Panzerplatte rein. Entdeckung. Ich habe auch Granaten. Ach, die Runde geht ja zu Ende. Das war ja wohl klar. 8 Sekunden noch. Naja, natürlich habe ich den 23. Platz belegt. Aber wir warten noch eine kleine Runde ab. Und dann rasieren wir mal richtig. Was 50? 50 XP. Ich habe Rundenreaktion 50. Das ist, wow. Auch mal die guten Maps, ey. Natürlich bist du ganz alleine in deinem Assassin-Trupp. Oh nein, ich bin auch der Assassin. Ich werde der Letzte der Besten sein. Nein. Der Letzte der Besten. Doch, das passt. Ich werde diese Auswahl behalten. Und sofort die 4. Und Obacht. Einfach jeder Mensch, der hier rumläuft, ist böse. Viel rumrutschen. Auf Schritte achten. Hey, das war ein Splittergranatenkill. Die sind mega selten hier. Mal ein bisschen leiser sein, man wird trotzdem aufgeklärt. Oh, ey, das ist so unheimlich. Wenn sich jeder sich hasst. Oh, die ballert wie die Hölle, das Ding. Campen. Ich hasse Campen. Aber ich höre Schritte, die sind so nah. Da kommt schon der nächste. Und der war wirklich viel schneller als ich. Verdient! Der Camper, der darf nicht überleben. So, aber hier kannst du gut Waffen skillen, ne? Das ist auch so eine Sache. So. Aber manchmal spawnt man auch nebeneinander. Das ist ziemlich fail. Boah, ich hab diese Grappling Hook, ne? Aber die bringt mir hier nicht wirklich viel. Oh, ich habe einen hinter mir. 4 Panzerung rein. Lief da, ne? Das spawnen leider auch nebeneinander. Oh, das hört er doch. Hey, Langrutsch. Oh Gott. Wo? Oh. Sehen. Ja, der DMP9, ne? Das ist einfach eine sagenumwobene Kackknarre, ey, die geht ab wie. Wie kann man sagen, Rakete geht, ne? Ja, lass er dir schmecken. Wir haben nicht mal getroffen. Aber hier. Wir werfen ja noch Rauch. Jede Bewegung ist halt dein Verrat. Ne? Und es gibt noch Sniper, ja. Gibt's auch gar nicht. Oh, nicht rutschen, nicht rutschen. Weit.
Ich will die Revolver-Kills haben. Ich will die neue Munition bekommen. Die stärkere Munition. Was habe ich denn jetzt hier? 3? Immerhin. Erwartet nicht viel. Erwartet auf jeden Fall nicht viel. Oh, hier in diesem Graben, im Ernst? Aber erstmal eine Granate dahin. Oh, das ist ja... Das spawns und stirbst, ey. Das ist echt der Knaller. Und da hast du so eine fucking 7 Sekunden Spawnzeit auch noch, ne? Und denk nicht mal einen Traum daran, dass ich hier die Waffe wechsle. Boah, den hätte ich voll erwischt. Oh nein, der Tank! Oh, da. Ich hab ihn gesehen. Hinter mir, vor mir, überall! Fuck! Den trickst du aus. Oh, ey, den habe ich zweimal angehittet. Da kann ich mir viel gehabt haben. Weißt du, man hat ja leider keine Claymores oder sowas, ne? Das wäre natürlich ein Träumchen. Boah, der erste hat schon 8, ey, fuck. Manche sind aber auch gut. Erstmal random werfen. Der hat nur Bumm gemacht. Jawohl, der war schön. Revolverkill. Der ist stark. Da kann man einen drauf lassen. Zwei Revolverkills haben wir hingekriegt. Ja, mehr Kills. Mehr Kills mit dem scheiß Revolver. Ist gar nicht so einfach, wie es aussieht, ja? Feindsoldat vor Ort! Ernsthaft? 4. Feindsoldat vor Ort. Ich muss jetzt mal so eine doofe Leiter hochklettern, weißt du? Ich nehme das mit Humor. Boah, der hat die Sniper. Der hat die Sniper gehabt. Ja, vielleicht ist sie ja gut, ne? Ich weiß es nicht. Oh, ich bin Platz 15, obwohl der erste 10 hat. Geil mit der Platte. Hier, wo Rauch ist, da sind Menschen. Nein. Oh, der Rauch ist aber nicht gesund. Neue Platte rein. Oh, ich werde erschossen. Ich hab's gemerkt. Ich hab die Schritte gehört. Ich hoffe, das ist. Meine Stimme ist nicht zu leise jetzt. Ich hab viel rumgeschraubt am Mikrofon. Katastrophe. Nein. Ich hab da noch gar nichts gemacht. Ich hab da nur einen umgebracht. Mann. Oh, aber jeder Kill mit diesem scheiß Revolver ist gut, weil dann gibt's die panzerbrechende Munition, die durch Strukturen schießen kann. Das ist echt ein Segen. Werfen wir da einen hin. Auf den Glück. Da. Aber die schießt ja nicht jetzt so genau, ne? Vielleicht sieht mich sowieso einer. Und werde ich voll aufgeklärt durch diese Schüsse. Attacke Hü! Da ist einer drin!
Aber ins Grün. Au! Was hat der denn noch gemacht? Schritte. Spielt der Granate schon futsch. Dann kommt doch herein. Ist schon grün. Na. Dann liegen sie alle rum, ne? Machen gar nichts. Das ist Stress pur, sag ich euch. Autsch. Das ist Stress pur, dieses Gameplay. 8, also ich bin 14. Platz. Das ist ja voll schlecht. Man sieht ja hier, wo sie sind. Nein. Büsche. Boah, den haben wir doppelt gekillt, ey. Ich brauche eine Sekunde Pause. Hinten läuft einer, da läuft einer, überall läuft einer. Dieses Scope so komisch. Ich bin aber nicht weit weg. Bleiben wir mal ganz cool. Da, rotes Licht. Wo seid ihr denn? Ihr seid überall um mich herum. Nur ein Köpfchen sehen. Headshot im Sprung. Aber damit kläre ich mich, glaube ich, auf. Was? Fallschirm? Ich will nicht so viel bewegen. Ich will hier erfolgreich sein. Schöne, das ist mal eine gute Position, tatsächlich, hier zwischen den ganzen Gerümpel. Oh, ich bewege mich trotzdem, weil sonst kacke ist. Drücken wir zu meiner Markierung vor. Das war außer Sinn gedrückt. Ich bin schon alles verpulvert, weil ich da. Na egal, sterben muss man sowieso. Schneller geht's mit Marlboro. Oh Gott! Was? Das hätte mich tot gemacht. Ich hoffe, wir sind bei 10 Kills. Ich hätte es nicht gedacht, also ich dachte, ich versage auf ganzer Linie. Die Runde geht auch nur noch 2 Minütchen. Oh, das ist dieselbe Position wie gerade. Das aushalten, Kollege. Neue Platte. Bams. Hier nicht lange drinnen verweilen. Boah. Ja, hier nimmt jeder die Panzerplatten. Man sieht das. An dem blauen Effekt, ne? Aber der hat da auch schon ganz schön Schaden genommen. 11. Also ich bin ein bisschen stolz. Zeit läuft uns davon. Nur ein Kill damit.
Der ist schon über dem Jordan. Gemessert werden ist ja besonders behindert. Oh, mach hinter da, ey, diese Scheißzeit. Mann. Eine Minute noch. Wow, wow, so eine behinderte Position. Was ist das denn? Was ist mein Grappling? Wow, das wollte ich gar nicht. Das haben wir scheiße gebaut. Also was freigeschaltet. Wow! Boah, du musst das nur durchhalten, dieses Ding, ne? Da kommt einer rein. Mann, ich wollte den messern. Und ich habe wieder auf den falschen, blöden Knopf gedrückt. Fünf Sekunden, das war's. Finde ich nicht, dass das eine Niederlage war. Ich bin ziemlich stolz. Ne, Platz 18 ist zwar scheiße, aber 26 war der beste. Haben wir echt Mühe gegeben. Echt. So, jetzt machen wir eine normale Runde, damit ihr auch wieder klarkommt. Wahrscheinlich Kleidoscope. Guck mal, was wir freigeschaltet haben. Ey, irre. Ein Scope für die. Was ist das hier? Das ist ein Laservisier und eine Lackierung. Schön. Wo ist denn jetzt die Action? Völlig falsche Klasse bin ich. Mal die hübsche Dame hier. Hm? Macht auch, was er will, ne? Also ich habe ja alles angepasst heute. In meiner Langeweile. Also ich will aber die hier. Naja, mal gucken, was wir werden. Also wer sind sie? Oh, geil. Sorry, das waren meine Finger. Ich hasse das eigentlich, mit den Fingern zu knacken. Ich habe auch gar keine Zeit mehr. Ich muss gleich los. Ich bin Nummer 30, was? Seid bereit und entschlossen! Russische Flugzeuge sind in ägyptischen Luftraum eingedrungen und nehmen Kurs auf eine Forschungseinrichtung in der arabischen Wüste. Angesichts der weltweiten Hungersnot muss ich ihre Bedeutung nicht betonen. Vorsicht! Durch das Gebiet verläuft eine Barriere, die die Bewegungsfreiheit einschränkt. Nimm mich doch einer mit. Koordination ist der Schlüssel für unseren Erfolg. Macht euch marschbereit. Also 45 Minuten gehen Runden nie, ne? Schnell irgendwo einsteigen, ganz schnell gucken und mitfahren. Ach man, diese Intro-Scheiße immer wieder, ne? Mit hier, der kommt direkt auf mich zugefahren. Perfekt. Aua, aua, aua. Ah. Ah, links ist gleich geschlagen. Ja, da vorne nicht. Alliierte Truppen nehmen sich Bravo 1 vor. Ja, toll. Das hat ja auch viel gebracht. Alliierte Truppen haben Sektor Bravo eingenommen. Was habe ich denn jetzt für eine Waffe? Oh nein, die wollte ich gar nicht haben. Die meisten Sektoren sind jetzt unter unserer Kontrolle. Wenn die ansteigen, geht es voll. Oh, ja,
sehr seltsam equipped jetzt, also das war ja gar nicht der Plan. Ja. Ich muss ja meine gewohnte Ausrüstung haben. Das kann ich ja gar nicht spielen. Rüber, ne? Ist ja gerade irgendwie nichts. Also die nächste Munition, die wir da freischalten können, ist panzerbrechend. Ich weiß nicht, wie viel mir fehlt. Das ist doof. Aber ich kann mir auch keine Panzerplatten geben, was ich sehr doof finde. Oder ich habe mir schon eine gegeben und das gar nicht gemerkt. Minen wurden da gelegt. Können wir auch die Tür nehmen? Hinter kommt es auf Distanz nicht allzu weit. Ich würde sagen, ich bin nicht so. Okay, ist egal. Na, ist die Map jetzt vertraut, ne? Alliierte greifen bei Echo 1 an. Was, wir sind schon da? Aber es scheint ein Kampf zu sein. K30 ist die nächste Waffe, die wir freischalten. Wenn wir Glück haben, auch diese Runde, dann können wir die nächste Folge testen. Vielleicht werde ich ja reanimiert. Ich will dich gar nicht mit dieser scheiß Schrot. Am Nachladen! Aber ich kann diese Panzerplatte nicht geben. Lasagne geht nicht. US-Truppen übernehmen Kontrolle über erste Sektoren. Ich hab nichts. Sie verbergen es zwar, aber sie bluten. Hehehehe. Schritte. Ah, gut. Da können wir die Klasse endlich wechseln. Oder die Waffen wechseln. Das gefällt mir gar nicht. Ein Schrotgewehr wollte ich überhaupt nicht haben. Stirb. Also, gehen wir mal auf die Sniper. Dann muss ich ja mal kurz Pause drücken, sorry. Verdammt, das war eine zu lange Pause. Sorry, ich musste an der Tür. Jetzt sind wir schon fast wieder am Gewinnen, okay. Und keine Ahnung, warum ich hier bin. Und weiter geht's. Dafür hänge ich aber noch eine Runde nach, logisch. Jetzt bin ich total komplett durcheinander. Doch, diese Eroberung, ne? Ja, genau. Ja. Eine halbe Runde verpennt. Ne? Nicht verpennt, einfach verpeilt, weil ich zur Tür musste. Mann, so gut hochklettern? Nein, kann man nicht.
Sektor Alpha wurde gesichert. Alter, der wollte es aber wissen. Der wollte es aber wissen, der Kollege. Wo kam der denn her? Unsere Truppen kontrollieren die meisten Sektoren. Sie zapfen ihre Reserven an. Das ist ihr letztes Aufbäumen. Okay, aber dafür kommt noch eine Runde. Sorry. Schöne Neuanfangsrunde verpeilt. Dann muss ich noch einiges erledigen. Heide Witzka. War gerade ein, ich hab ihn gesehen da. Sektor Bravo ist in Feindeshand. Okay, das war mit ihm. Aber wir haben schon wieder Sachen freigeschaltet. Man schaltet so viele fucking Sachen frei. Zappelmann, das war's. Ein Ziel wird angegriffen. Okay. War ja mal ein grober Schnitzel. Ein Tuppe wie Kleid. Zwei Tickets? Kann nicht mehr lange dauern. Da ist noch der Wirbelsturm. Gute Arbeit, NoPads. Das war ein höllischer Kampf. Viel geschafft habe ich ja nicht, ne? Aber gewonnen. Genieß den Moment, solange es geht. Faulster Spieler. War's das? 3-2-1 Spiele. Bereit für Runde 2. Was habe ich? Schrott? Schrotfindkills. Ha! Ja, ein. Schrottkills. Okay. Dafür eine richtige Runde jetzt. Damit wir Level 53 werden, müsste ja irgendwo hinhauen. Wir müssen einfach nur Medikamente verabreichen. Wir müssen Munition abgeben. Wir müssen aufklären und dann haben wir schon tausende von Punkten zusammen und dann geht das Rubbly Cat hier. Das sage ich euch. Bereit! Auf geht's! Ja, und die Tante hier, die ist scheiße ausgerüstet. Oh, die sieht doch irgendwie immer gleich aus. Ist doch scheißegal, wie die aussieht hier. Ne? Hier, da sieht sie besser aus. Ein bisschen grün, vielleicht ein bisschen getarnt. Boah. Gehalten und wieder bitte Teammitglieder und 205 Leute haben wir schon damit. Respekt. Ja, Kopfverdeckung, Eliminierung. Juckt mich gar nicht, muss ich zugeben. Ja, also ich schaffe eh nie einen zu messern. Dafür bin ich zu doof. Gut, ausrangiert. Tolle Map, um aufzuklären und Leute zu versorgen. Definitiv. Aber dafür müssen wir jetzt auch mal ein bisschen die Sachen anpassen. Boah, ich bin der Schlechteste vom Squad. Was, Elsloch? Ich feiere manchmal die Namen von den Leuten. Unser havariertes U-Boot wurde im indischen Alang geborgen. Ja. Der Feind plündert hemmungslos unsere geheimsten Waffensysteme. Das ist ein Notfall. Unsere Marineinfanterie geht umgehend in Position. Die Amerikaner dürfen keine Präsenz aufbauen. Das ist keine leichte Aufgabe. Ich habe jetzt wieder mal nichts an der Waffe eingestellt, weil das muss ich erst gleich. Schnuppi. Trino. Für Abwurf gesperrt. Also ich bin auf jeden Fall mit in ein Fahrzeug. Vielleicht erober ich ja mal was. Wir werden mal komplett auf den Aufklärer wechseln. Über die 20 mm oder 30 mm sogar. Angriff
ist auf Echo 1 eingeleitet. Ja, Ober. Nein, nicht das Vorfahren. Sektor Alpha ist jetzt unter Feindkontrolle. Das gibt ja auch die guten Punkte. Ja. Mit der Fahrer selber von dem Ding, der kann gar nichts. Der kann nur fahren. Das ist eigentlich voll kacke. Aber dafür ist das Ding dann rasant schnell. Und die Bordmaschinenkanone ist sehr stark. Wenn man die Gegner sieht, trifft. Sektoren erobern. Scheiße, wir gehen zu schnell. Wow! Der hat da weggesemmelt den Arm, Kerl. Okay, der Fahrer, der weiß, was er will. Geschossen. Oh, das ist der gute Gegner, mein Freund. Vielleicht hat er ja Sprengstoff dabei und ich habe genau das Richtige getan. Aber jetzt wird erstmal die Klasse gewechselt. Zum Aufklärer. Ah, gut, der wollte mich gerade retten, habt ihr gesehen. Aber der Aufklärer ist einfach der Bessere. Mit all seinen Gadgets. Nein, Quatsch, mit Soße. Verbündete Einheiten sichern jetzt Charlie 1. Scheiße, was ist denn hier los? Wir haben ein Ziel verloren. Treffer. Ziel gesichert. Sie haben einen Panzer. Ja, sie haben einen fucking Panzer. Ah, und ich hab... Was? Wo kommen die denn die Schüsse manchmal her? Das stelle ich manchmal nicht, ne? Sollte gerade gerettet werden. Aber wartet. Aufklärung. Wir müssen Punkte machen. Ich will die nächste Waffe freischalten. Hier ist gut. Nur noch eine Handvoll Sektoren übrig. Wir kontrollieren den Großteil des Gebiets. Scheiße. Eines unserer Ziele steht unter Beschuss. Nase läuft schon wieder. Verdammte Axt. Okay. Wir sind da oben. Wir halten den gesamten Sektor Delta. Hier ist Munition! Die Mission erledigt. Hier ist Munition! Und hier ist erstmal Aufklärung. Eines unserer Ziele an. Und seht zu, dass ihr darauf welche von erwischt. Für die SS. Wie lautet unser Status? Die erste Operation ist vielversprechend. Wir halten Ziele. Oh. Ein Oma. Ich habe genau im selben Moment abgedrückt. Gut, jetzt sage ich 6 Mal. Das haben wir jetzt ja auch neu. Vielleicht sollten wir das ja auch mal austesten. T. 6 Mal ist das hier. Das ist das Neue. Das fühlt sich nicht so gut an. Hier, zum Nachladen. Panzer, aufpassen! Nordwesten! Thank you.
Ein feindliches Fahrzeug! Nordosten! Munition, Leute. Sie haben Sektor Bravo eingenommen. Let's go. Ist jetzt nicht so mein Favorit. Ich kann es kaum einschätzen, wo die Kugel hinfliegt, weil ich sie nie benutzt habe. Deswegen bleibe ich, glaube ich, lieber bei dem Maximalscope. Denn die SWS-10. Wir brauchen an dieser Markierung dringend einen Panzer! Ist. Ich glaube, die Lieblingswaffe von den allen. US-Streitkräfte werden schwächer. Achso, das können wir im Game machen, das ist ja egal. Ich bin gerade unsicher, wo ich spawnen will. Gott. Das ist ein Durcheinander. Das ist also ein Battlefield, was ich noch nie so durcheinander erlebt habe wie das hier. Nicht schlimm durcheinander, aber gefechtsfeldtechnisch schon sehr, sehr heftig. Was wert, dass er den wegsprengt. Wir greifen auf unsere Reserven zurück, aber es besteht kein Grund zur Sorge. Nein, überhaupt nicht. Das ist alles gut. Das ist so gut wie gewollt. Wow. Ich hasse es, unten zu spawnen. Als Sniper vor allen Dingen. Ich muss ja nur auf Scheiß F drücken. Ich drücke immer auf G. Jetzt hat sie die doofe Granate in die Hand genommen. Ich hätte so schön messern können, den Knaben. Oder Knabbin. Lecco mio. Eines unserer Ziele ist verloren. Second try hier. Ziel von US-Kampfverbänden erobert. Oh Gott. Attackieren jetzt Delta 1. Lustig, dass sie meistens eigentlich immer tot umfallen, sobald sie mich geschossen haben, ne? Ich muss hier Punkte machen. Wir wollen 53 werden. 53. Bleibt uns nichts anderes übrig. Munition! Wir haben Ziel Delta 2 verloren. Intensivieren Angriff. Jawohl, Stufe erreicht. Wir haben gerade Sektor Delta übernommen. Der Feind hat Ziel Delta 2 gesichert. Und wir sichten erstmal ordentlich. Ich kann nicht gleich alle mehr. Boah, ich hab mich doch nicht so. Sichtung, alles Versorgung, alles erledigt. Jetzt können wir ein bisschen Sunny-Päckchen werfen. Unsere Truppen greifen Delta 1 an. Nein, falsch. Das. Alter, wir kriegen richtig auf den Sack gerade. Aufklären. Hier geht Sanität vor, Alter! Ich bin gerade richtig auf den Sack, da unten ist ein Snipper. Hab ein!
Au, 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 au. Der war das. Ja, wie viele sind da? Boah, aber da habe ich ein paar weggeputzt, ey. Was hatten sie davon? Sie haben Vollschlag gelegt. Lass mich zurück. Ja, hier war nicht mehr viel mit Leben. Und wo bin ich denn jetzt? Medikits. Das geilste Aufklären ist das da, aber da ist ja keine Suppe. Aber dann können da aufklären. Oh, das ist nach oben. Wie soll man das schaffen? Wir können aus der Bewegung die wegsnipen. Da habt ihr gesehen, der kam drei Schüsse auf einmal rum. So, für tot. Positionswechsel. Und wieder mal. Aber das ist ein Sunny. Ach, das ist ein gegnerischer Sunny. Ich dachte, jetzt kann ich so ganz heimlich den Kran mal von der Seite begutachten. Aber den können wir auch von hier hinten mal angucken. Ich weiß nur nicht, welcher das war. Bewegt euch nicht so viel. Kannst du nicht. Wir haben die Hälfte unserer Verstärkungen verbraten. Alter. Haut auch sofort ab nach unten. Feigling. Sie kontrollieren den gesamten Sektor. Mein beschütze ich mein Team. Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Okay. Mach ich mal wieder die Granate in der Hand, völlig sinnlos. Gibt ja ein paar schnieke Posis, ne? Wenn ich hier nicht reinflutsch. Doch, hier flutscht man sogar rein. Ich wollte gar nicht reinflutschen. Kannst du mich töten? Ich komm mal gar nicht rein. Eines unserer Ziele steht unter Beschuss. Zielfeld ist auch nicht allzu groß. Hilfe! Wie komme ich jetzt hier weg? Wir haben die Kontrolle über Sektor Bravo. Man sieht mal da auch noch einen Sniper rumrennen. Das ist auch witzig.
Wir kontrollieren die meisten Sektoren des Schlachtfeldes. Kein Mikrozentimeter bewegen darf man sich hier. Okay, ich glaube, ich kann nicht mehr verlassen, weil ich einen Neueinstieg wähle. Weil das ist da irgend so eine Lücke, wo wir nicht rein oder rauskommen. Blöderweise. Das ist ja ein Scheißsturm. Sturm, aufpassen! Alter. Das sind 100 Leute oben. Panzer? Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich habe nur die ganzen Personen gesehen. Aber ich habe verstanden, wo ich meine Aufklärungsdrohnen-Ding da Bums da hinwerfen muss. Sie haben Sektor Charlie komplett eingenommen. Lass mich abkommen. Das Wetter schlägt um. Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Was? Alter, wie schnell! Ich hab mich sogar bewegt nach rechts. Los, wiederbeleben. Hier will ich stehen. Lass mich nicht sterben! Hey, Scharab. Nebelabendel. Danke. Das nimmt man mal Squad-Mitglied, ne? Na gut, ich kann immerhin bei den Spawn. Du kannst doch nicht ein Kampf sein. Du hast ja nur rumgehampelt. US-Kampfverbände haben Bravo 1 angegriffen. Na komm, wir können auch zu dem Fahrzeug gehen. Die auf, aufs Maul. Leider ist das MG so schwach. Sie haben Sektor Delta Mann, komplett Leute, eingebaut. Boah, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Ja. Licht, Blitz, alles Effekte. Doch gerade traut sich keiner mehr, ne? Doch der. Kampfordensband erhalten. Konnte mich unmöglich durch diesen Stein da treffen, also war ohne Witz jetzt. Ne? Wie hätte das gemacht? Ja, mach. Das war völlig knapp. Rein in der. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich kann weitermachen. Das ist mein Lieblingsbau. Hallo.
Die treffen wir aber auch immer, ne? Ach, da liegt er wieder neben dir. Auch rein! Sunny! Hört man das nicht? Helf mir hoch! Bin ich mal im Gefahrenbereich? Ach, was für ein Arsch. Na gut, man muss sich, man kann eben auf alles aufpassen, ne? Wow, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Hochmodifiziert alles. Was das Ding hergeben kann, habe ich reingebaut. Boah, das sieht geil aus. Wie fast getroffen. Tickets noch. Eine unserer Ziele wird angegriffen. Sektor Alpha ist jetzt unter Feindkontrolle. So ein C5-Arsch. Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Können wir verhindern? Das ist das Problem. Mit einem Panzi. Wir müssen Territorium erobern, sonst können wir nicht gewinnen. Ich weiß, dass hier da oben alle rumkümmeln. Schon ein Versorgungspaket steht schießen. Bereit. Meldet euch, falls ihr braucht. Schöne Panzi tot. Dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Einen noch, komm. Schieß. US-Truppen greifen Schieß eines nicht. Unserer Ziele an. Danach. Ja, machen die unsere Kills, ne? Ist ja kein Problem. Wir laufen ja genug rum. Aber es lädt leider sehr langsam nach. Oh, komm. Was zieht der denn so? Komm nochmal. Alter, was war das? Messert. Nee, nur ein Unterstützungsgerät.
Sie haben die Kontrolle über ein Ziel verloren. Wir haben gerade Sektor Delta übernommen. Der Feind hat Delta 2 übernommen. Ja, bei dem Paar... Ein! Da brauche ich ja nicht mehr einsteigen. Beginnt mit der Evakuierung der Notfall. Niederlage erlitten, aber ja, das war doch eine schöne Runde dafür, dass ich noch mal eine nachgezogen habe, ne? Fand ich gut. Solche Kämpfe halten fit. Seid nicht traurig. Manchmal läuft es eben nicht optimal. Lief gar nicht schlecht, aber ich will nicht angeben. Die Klappe. Und ich war geworfene Wurfobjekte. Im Ernst. Ich krieg immer diese Loser-Dinger. Ach, das war geplant. Und freigeschaltet haben wir damit tatsächlich die nächste Waffe, die mir massiv empfohlen wurde an dieser Stelle. Die K90, glaube ich, war das. So, jetzt muss ich nur einkaufen gehen. Heide Witze, wir werden es schaffen. Da ist er. Die werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall testen. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis dann. Oh, wir haben das Ziel doch gar nicht erreicht.